Guten Tag an die Leser des Deutschland-Kuriers. Ich möchte Ihnen heute wieder ein bisschen was über die verteidigungspolitische Arbeit erzählen, die ich die Woche in Berlin gemacht habe. Dabei gehe ich ein auf die Regierungsbefragung. Da hat sich die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unseren Fragen gestellt. Und ich gehe auf eine Debatte ein, die wir heute im Bundestag geführt haben, über autonome Waffensysteme. Zur Regierungsbefragung habe auch ich eine Frage gestellt zur Operation Sophia. Das ist die Operation, der wir vorwerfen, ein Bindeglied in der Schlepperkette zu sein. Auch Schiffe der Marine haben hier in der Vergangenheit vor der libyschen Küste Migranten mitgenommen und nach Europa gebracht. Das eigentliche Ziel war ja, Schleppernetzwerke zu bekämpfen, aber das Gegenteil wurde erreicht. Und die Statistiken zeigen auch ganz klar, dass noch nie so viele Menschen auf dem Mittelmeer ertrunken sind wie zu Zeiten der Operation Sophia. Die Bundesregierung möchte die ausgesetzte Operation gerne wieder aufleben lassen. Und ich habe sie dann mal mit den Zahlen konfrontiert. Die Internationale Organisation für Migration hat da fürs erste Halbjahr jeweils ganz interessante Zahlen veröffentlicht. 2014, als es die Operation Sophia noch nicht gegeben hat, sind etwa 800 Migranten auf dem Mittelmeer ertrunken. Als es 2015 Operation Sophia dann gab, waren es schon 2000. Im Jahr 2016 waren es dann sogar fast 3000 und so weiter. Im letzten Jahr der Operation Sophia 2018 immer noch 1500. Da hat man schon gemerkt, dass auch die privaten zivilen Schlepperorganisationen aus Europa, Lifeline und Sea-Watch und so weiter, dass die da schon relativ eingedämmt waren. Als die Operation Sophia eingestellt wurde, sank aber diese Zahl nochmal um zwei Drittel auf 500 Verstorbene im ersten Halbjahr des Jahres 2019. Also deutlich erkennbar, dass hier ein Rückgang erfolgt ist, nachdem wir die Operation dann beendet haben. Annegret Kramp-Karrenbauer hat natürlich dahingehend argumentiert, dass sie sehr wohl diese Operation befürwortet. Und wir dürfen gespannt sein, wie es da jetzt weitergeht. Denn auch aus der CDU gibt es öffentlichen Protest inzwischen gegen diese Operation mit den gleichen Argumenten, die ich eben angeführt habe. Das zweite Thema, worauf ich eingehe, sind autonome Waffensysteme. Wir haben eben eine Debatte im Bundestag dazu geführt. Die Horrorvision, die hier in den Köpfen rumschwirrt, ist immer der vollkommen autonom agierende Killerroboter, der Menschen tötet. Das ist eine Sache, wo auch die AfD ganz klar dagegen ist. Die Anträge, die wir heute beraten haben von Grünen und Linken, hatten aber zum Ziel, jegliche Forschung auch einzustellen und sind überhaupt nicht auf die Grauzonen eingegangen, die eben der Bereich der zunehmenden Autonomie mit sich bringt. Die Welt wird digitalisiert und auch die Bundeswehr wird digitalisiert und das muss ja nichts Schlechtes sein. Wir wollen nur keine Maschinen, die Menschen eben zu Datensätzen reduzieren und dann über deren Auslöschung entscheiden. Das wollen wir nicht. Wir haben also diesen Anträgen dementsprechend heute nicht zustimmen können, weil wir dafür sind, sehr wohl zu forschen, um eben solchen Waffensystemen auf dem Schlachtfeld begegnen zu können, gegebenenfalls. Denn seien wir nicht so naiv zu glauben, dass Staaten wie USA, Russland oder China sich daran halten, wenn Deutschland sagt, letale autonome Waffensysteme sind ein Problem. Das zur vergangenen Plenarwoche hier in Berlin.